Wer du bist, wird nicht von deiner Behinderung definiert, sondern davon, wie du mit den Herausforderungen umgehst, die sie mit sich bringt. Damit laden Betroffene an diesem Freitag zum dritten Marsch für die Rechte von Menschen mit Behinderung ein. Als Anlass nimmt die Stiftung Rinconcito de Amor den Welttag des Blindenstockes, der am 15. Oktober begangen wird. Er gilt als Symbol der Selbstständigkeit von Sehbehinderten. An dem Marsch nehmen alle Interessenten teil, auch die 146 Schüler der Schule Rinconcito de Amor. Menschen mit Behinderung haben in Paraguay keinen leichten Stand. Oft denken wir, Inklusion bedeutet, eine Person mit zum Fußballspiel zu nehmen. Inklusion bedeutet, diese Person im Fußballfeld hereinzunehmen. Deshalb möchte die Stiftung die Behörden wecken. Der Marsch geht bis vor das Departementsregierungsgebäude. Dort wird gefeiert und aufgeklärt. Wer zuschaut und hört, kann Neues über den Umgang mit Behinderung lernen.